Hallihallo, hier sind wir wieder mit einer weiteren Runde Stupid Invaders. Ich werde jetzt sofort das Spiel laden, wo wir letztes Mal waren, und dann geht's auch schon los. Nur kurz gucken, wo wir genau waren. Genau. Wir haben, glaube ich, Chili für eine Kuh gebraucht. So war das, glaube ich. Und das werden wir doch gleich schauen, dass wir das besorgen können. Das ist das Einzige, was uns, glaube ich, noch fehlt. Weil die Kuh hatte Verstopfung, wenn ich mich richtig erinnere. Und da ist natürlich das Beste. So eine richtig schöne Runde Chili. So, mal gucken. Letztes Mal haben wir schon ein bisschen gesucht. Kommen wir jetzt von hier da durch? Nein. Dann gehen wir wieder zurück. Hier ist ja sonst auch nichts. Wir spielen übrigens immer noch Candy. Ich weiß aber nicht, wie lange das noch so ist. Nach unten gehen. Aha. Jo. Gucken wir mal, was ist da? Ach ja, richtig. Hier ist ja die Markise, wo wir dann rein müssen. Dann schauen wir doch nochmal dahinter. Und dadurch hier rein. Ich hoffe mal, dass wir heute wirklich fertig werden. Das habe ich letztes Mal zwar schon gesagt, aber jetzt dürfte es dann doch nicht mehr so viele sein, denke ich. Na komm. Jo, was haben wir letztes Mal noch gemacht? Genau. Ja, den haben wir auch umgebracht. Weil wir gerade so nett waren, haben wir ihm Kugelfisch zu essen gegeben. Jo. Natürlich blöd, ne? Aha. Aha. Ist ja wieder unten. Also da können wir nicht mehr hinfahren. Dann werden wir uns wohl weiter umgucken müssen. Aber irgendwo müssen wir es ja wohl herkriegen. Kommen wir irgendwie durch die Markise wieder durch? Ich glaube ja nicht. Hier ist nichts. Dann gehen wir direkt weiter. Hier vielleicht irgendwo. Chili? Nein? Den Dunktraktor können wir wieder mitnehmen. Oder wieder mal runter tun. Hier zurück. Hier lang, da ist der Ausgang. Ja. Ne? Dann gehen wir wieder hier hinter. Hier ist auch nichts. Dann wieder nach oben. Aber wie komme ich denn zurück? Ich kann nach unten gehen, oder dann geht er direkt in den Aufzug rein. Oh Mann.
du dabei? Ein Eimer. Spitze. Ah, da kann man hintergehen. Na, schau, was wir da gefunden haben. Endlich. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Auf unseren Weg in die Küche, meine ich natürlich. Wo der Gas jetzt schon darauf wartet, dass wir die Dose draufstellen können. Und dann hoffe ich, dass wir hier endlich auch rauskommen. Und wieder nach unten. Bitte hier hinter. Ach ja, der Mechaniker. Und wieder hier durch. Durch die quietschenden Schwingtüren. Ach, die Firma ist schon echt yummy. So. So, jetzt aber. Du, da drauf. Kann ich das einfach wieder nehmen? Natürlich kann ich das einfach wieder nehmen. Aber ist das jetzt heiß? Okay, man kann es jetzt nicht mehr draufstellen. Na gut, dann wird das wohl so passen. Dann geben wir das mal der nervigen Kuh. Wollen wir das jetzt da reintun? Nein. Jetzt hab ich den Eimer. Und warum kann ich nicht direkt ums Eck gehen? Ach ja. Drollös. Hier lang, da lang und nach da hinten. Ich glaube, die Zahnpasta muss ich mir kaufen. Zivilisiert. Ich mache doch nicht auf den Boden. Na dann. Eine Lady braucht ihre Privatsphäre. Fertig. Ihr könnt jetzt wieder gucken. Wow, ich mag, was du hier angerichtet hast. Na, das Chili hat geholfen, wa? Exzellente Arbeit, Candy und Georges. Dank euch können wir endlich hier weg. Wie mein Vater immer sagte, mit Geduld und Spucke. Nettes kleines Hundi, Hundi. Ruhe, wir sind fast da. Thank you.
kann die Preisliste für den Zimmer, Sir. Ruhe, wir sind fast da. Der das entworfen hat, muss einem enormen Ödipus-Komplex leiden. Seid gegrüßt, Freunde. Die Wissenschaft braucht euch. Willkommen im Club Med des Todes. Hier ist das Programm für den Tag. Wir bringen euch zu eurem Bungalows und ihr entspannt euch, bevor der Spaß losgeht. Dann dient ihr Professor Igor als Versuchskaninchen. Da. Und dank eurer Gehirne werden wir Zugang zur UFO-Technologie haben. Oh, sagen Sie, Doktor, in Ihrer Klinik machen Sie da auch, wie soll ich sagen, Operationen zur Geschlechtsumwandlung? Halt den Mund, wenn ich mit dir rede, du perverses Schwein! Boris, bring sie weg, diese Wesen aus dem Weltall! Was willst du denn? Die andere Hälfte. Andere Hälfte? Ah, ja, ja, richtig. Wo habe ich nur meine Gedanken? Gute Arbeit verdient gute Bezahlung. Igor, gib Meister Bollock die andere Hälfte. Da. Ich muss mich unbedingt mit ihm verabreden. Dieser Saccharin ist ein echter Kotzbrocken. Er wird den Tag noch bereuen, an dem er ausgebrütet wurde. So, und damit sind wir in dem meiner Erinnerung nach letzten Teil in diesem Spiel angekommen und spielen auch den letzten aus der Truppe. Die Cutscene war ziemlich lang, aber auch verdammt lustig. Und ja, jetzt sind wir in diesem Labor. Den Bösewicht haben sie wohl gebrutzelt. Kannst du verstehen, was er sagt? Und ja, jetzt müssen wir hier wohl flüchten. Jesus, was für ein Schwatzmaul dieser Candy doch ist. Er ist so hysterisch. Er muss gerade seine Mondphasentage haben. Dann quatschen wir erstmal mit allen. Ich glaube, das ist nicht gut für die Verdauung. Ganz bestimmt nicht. Und dann gehen wir hier mal zu dem... Was auch immer das ist. Hey, guck mal! Ein Weltraumziegel! Ah. Ein Weltraumziegel also. Schon wieder breit. Jo, an dem Pult können wir nichts machen. Noch nicht zumindest. Vielleicht finden wir irgendwas.